Noch nie gesehen? Es ist eine Buell XB12 SCG. Buell noch nie gehört? Auch das ist nicht verwerflich. Firmengründer Eric Buell war zuvor Entwicklungsingenieur bei Harley-Davidson, wollte aber eher sportliche Motorräder machen. Das Einzige, was eigentlich noch geblieben ist von den alten Harleys, ist der V2-Motor. Weitere typische Buell-Merkmale sind ein extrem steifer Rahmen, ein vergleichsweise kurzer Radstand und ein niedriger Schwerpunkt. Deswegen liegt der Auspuff auch zentral unter dem Motorrad. So viel zur Theorie, jetzt probieren wir das einmal in der Praxis aus. Ja, man hört und spürt es schon. Das ist einfach ein wunderbarer V2, eigentlich ein relativ altmodischer Motor, aber mit 1200 Kubik, mit ordentlich Pumps versehen. Die Höchstleistung beträgt 95 PS, das Drehmoment von ungefähr 100 Newtonmeter liegt schon bei 5000 Touren an. Das ist für ein Motorrad verdammt früh und es macht richtig Spaß, den V2 von unten raus zu spüren und so richtig durchzuziehen. Krasse Optik, super Handling und ein Motor, der einfach nur Spaß macht. Die Buell Lightning XB12 SCG ist ein faszinierendes Motorrad. Zwei Dinge gibt es natürlich zu bedenken. Einerseits ist die SCG speziell für kleinere Leute gemacht. Das heißt, man sitzt hier schon relativ beengt, wodurch ich auch beim Schalten ein bisschen Probleme habe, weil ich meinen Fuß extrem anwinkeln muss. Das andere, wo man wirklich aufpassen muss, ist die extrem niedrige Bodenfreiheit. Ganz günstig ist der Spaß natürlich auch nicht. Knapp 10.400 Euro für diesen 95 PS 1200er ist nicht wenig, gibt aber vergleichbar teure Motorräder auch. Uns hat die Buell extrem viel Spaß gemacht. Das nutzen wir jetzt auch noch ein bisschen aus und fahren nochmal in die Berge.